ich bin sehr zufrieden, dass wir heute 5:0 gewonnen und ich das nächste Spiel mit dem Tor geschossen habe. Aber am wichtigsten, dass wir im ersten Halbzeit sehr gut gespielt und war klar, dass wir nach 45 Minuten gewinnen heute. Oh, der hat meinen Lauf abgekauft und nee, er macht das gut. Ne? Also wenn er so weitermacht, das ist sehr gut für die Mannschaft und für den Verein. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir weiter ihn in gute Positionen bringen und dass wir einfach auch als Mannschaft dann gut Fußball spielen, gemeinsam spielen. Aber er ist sicherlich gerade in einer sehr guten Verfassung. Das freut mich, klar, aber ich überlege nicht, wie viel Tore ich geschossen habe. Oder ich will einfach schießen, einfach spielen. Und das muss man immer mehr versuchen, spielen oder auch schießen. Aber wie ich habe gesagt, am wichtigsten in diesem Moment, dass wir die ganze Mannschaft spielen gut und wir haben auch viele Situationen. Ja, wir haben gut gespielt. Zagreb hat bei dem einen oder anderen Tor ein bisschen mitgeholfen und das ist natürlich auch mal ein schönes Gefühl, wenn es zur Halbzeit schon 4:0 steht. Und wir haben einen guten Auftritt gehabt, sind unserer Heimstärke da gerecht geworden, haben den Fans was geboten, 3 Punkte mitgenommen. Besser kann es nicht sein. Ja, heute haben wir ein bisschen getauscht. Erste war besser und zweite war ein bisschen schlechter, aber wir haben hochgeführt und haben es dann ein bisschen runtergeschraubt fürs Wochenende. Und es hat heute gut geklappt. Wir haben von Anfang an gut gespielt und das war unser Ziel. Schonend für Dortmund oder schonend für die Wiesen morgen? Nein, schonend, was heißt schonend, sondern aber ein bisschen Gang rausgenommen für Dortmund. Es wird ein Gipfeltreffen vom Feinsten. Also wir freuen uns, also wir Spieler freuen uns, ich freue mich und ich denke, jetzt dieses Jahr ganz Fußball Deutschland schaut auch schon sehr gespannt Richtung Sonntag. Aber ein Bier ist morgen drin, oder? Ja, ich denke eins mittags so zur Ente, das geht schon.